Hallo auf dem Kanal Nadi F12 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es mal wieder ein Bücher-Neuzugänge-Video von mir. Und zwar sind wieder 5 neue Bücher bei mir eingezogen und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Als erstes habe ich vom Oettinger Verlag ein Buch geschickt bekommen von Angela Garrett's Frühlingsgewitter. Das sieht so aus. Ganz tolles Buch, man sieht da diese junge Dame. Dieses Buch ist für ein Jugendbuch ab dem 13. Lebensjahr, so steht es hier drauf. Es kostet 8,99 Euro. Es hat insgesamt 171 Seiten und ist jetzt aus April 2013. Eine kleine Sekunde und dann... Nie hätte Joe sich vorstellen können, dass Björn mit ihr Schluss macht. Sie will nicht mehr daran denken. Nicht an Björn, nicht an den Unfall und nicht daran, dass sie einfach abgehauen ist. Im Griechenlandurlaub versucht sie, sich abzulenken, flirtet mit Nikos, genießt die Sonne und das Meer. Doch was zu Hause passiert, lässt ihr keine Ruhe. Ja, da freue ich mich sehr über dieses Buch. Das, mit 171 Seiten hat man das auch ganz schnell durchgelesen. Da bin ich sehr gespannt. Ich mag im Moment so gerade so Jugendbücher. Ich lese ja im Moment Im Bann des Nebels, den zweiten Teil. Den werde ich aber jetzt heute wahrscheinlich beenden. Und mir gefallen einfach so Jugendbücher, weil man sich da einfach so fallen lassen kann. Und bin sehr gespannt auf dieses Buch. Dann habe ich vom Piper Verlag von Epic Lions Rush of Love verführt bekommen. Dieses Buch habe ich schon gelesen. Da gibt es auch schon eine Videorezension von mir. Die verlinke ich euch unten mal in der Infobox. Die, wo es gesehen haben, die wissen, dass ich wahnsinnig begeistert von diesem ersten Teil dieser Reihe bin. Es hat insgesamt... Moment... 284 Seiten. Das ist also der erste Band Verführt. Der zweite heißt jetzt fällt mir es gerade nicht ein. Erlöst. Genau. Auch hier lese ich euch jetzt kurz den Klappentext nochmal vor. Wenn du willst, was du nicht haben kannst. Nach dem Tod ihrer Mutter verlässt Blair ihr Zuhause, um bei ihrem Vater und dessen neue Familie in einem luxuriösen Strandhaus zu leben. Vor allem ihr attraktiver Stiefbruder Rush lässt sie jedoch immer wieder spüren, dass sie nicht willkommen ist. Er ist so abweisend wie anziehend, so verletzend wie faszinierend. Er ist verwirrend und unwiderstehlich und er kennt ein Geheimnis, das Blair Herz mit einem Schlag für immer brechen könnte. Ja, es ist ja ein doch erotischer Roman, jedoch nicht zu vergleichen mit Shades of Grey oder die anderen MS-Romane. Es ist wirklich ein ganz, ganz wunderbarer, romantischer Roman. Aber wie gesagt, guckt euch einfach meine Videorezension an. Da könnt ihr meine Begeisterung, glaube ich, noch mehr spüren für diese Serie. Kosten tut es 8,99 €. Dann habe ich vom Diana Verlag von Randy Susan Myers das Band der Wünsche bekommen. Da kann ich euch jetzt, ich gucke gerade mal, ob ich hier, da habe ich es, damit ich euch sagen kann, wie viele Seiten dieses Buch hat. Es hat nämlich genau 400 Seiten und ist erschienen am 20. Mai diesen Jahres. Da lese ich euch auch mal den Klappentext vor. Drei Frauen, die das Schicksal unausweichlich miteinander verbindet. Ein Augenblick der Leidenschaft verändert Tias Leben für immer. Als sie von dem verheirateten Nathan ein Kind erwartet, trifft Tia die schwierigste Entscheidung ihres Lebens. Sie gibt ihre Tochter zur Adoption frei. 5 Jahre später bringt ein Brief eine folgenschwere Lüge ans Licht und führt die Menschen zusammen, die ein unsichtbares Band längst untrennbar miteinander verknüpft. Ja, auch hier freue ich mich sehr. Ist, wie gesagt, im Diana Verlag erschienen. Kostet 19,99 Euro. Ich hoffe, das spiegelt nicht so arg, weil es noch eingeschweißt ist. Ja, freue ich mich natürlich auch drauf. Viertes kommt jetzt. Genau, habe ich vom Karlsbooks Verlag den Roman bekommen, Sex and the Office von Eva Sternberg.
Ist auch ein relativ dünnes Buch, kosten tut es 14,99 Euro und es hat 206 Seiten und ist eben in so einer Klappbroschüre. Ganz toll, so lila und rosa gehalten. Auch hinten, da sieht man dann auch die Schriftstellerin. Ich hoffe, ihr könnt es so erkennen. Da lese ich euch jetzt mal ja, hier innen vor, weil auf dem Klappentext steht gar nicht so viel. Charlotte Bauer ist schon so manches Praktikum, Charlotte Paul hat schon so manches Praktikum absolviert und die Nase gestrichen voll von falschen Versprechen und echten Hungerlöhnen. Nun aber scheint die Chance ihres Lebens gekommen zu sein. Ein Praktikum mit Aussicht auf ein Volontariat bei einem Fernsehsender in Berlin. Manchmal hilft es, wenn man ein freches Mundwerk hat, doch wenn man den künftigen Chef angiftet, kann das fatale Folgen haben. Aber auch wenn Charlottes Lieblingsfeindin sie mit größter Lust bis auf die Knochen blamiert, lässt sie sich nicht unterkriegen. Sie plant einen gekonnten Gegenschlag, denn Charlotte hat ein Ziel vor Augen, raus aus dem Praktikum und rein ins wirkliche Leben. Eva Sternberg hat eine freche, sehr heutige Komödie geschrieben, die die Welt der Dauerpraktikanten gekonnt aufs Korn nimmt. Ja, also auch hier ein tolles Buch, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Jetzt klingelt mein Telefon. Ja, ich muss schneiden, kleinen Moment. So, Entschuldigung, aber es geht weiter. Ein Buch habe ich ja noch für euch und zwar habe ich von der lieben Tatjana von dem Kanal Tuddles ein Buch gewonnen, wo ich mich wahnsinnig drüber freue. Da möchte ich mich bei dir, Tatjana, auch wahnsinnig bedanken. Ich habe mich so gefreut, als ich deine E-Mail bekommen habe. Und ja, es ist so selten, dass ich mal was gewinne. Und dann ist die Freude natürlich umso größer, zumal es um ein Buch geht, was mich wirklich wahnsinnig interessiert, wahnsinnig fasziniert. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Sie hat mir auch eine ganz, ganz liebe Karte geschickt. Ich hoffe, ihr könnt es so sehen. Hat sie mir eine Kleinigkeit draufgeschrieben. Auf der Karte steht, nimm dir, was du brauchst. Liebe, Backstage-Pass, frische Brise, viel Glück, viel Segen, Seifenblasen, Pony und Prinz, Geistesblitze, Nickerchen, Glanz und Gloria, Tapetenwechsel, Musenküsse und Gehaltserhöhung. Ich finde die Karte ganz toll. Kommt natürlich zu meiner Sammlung dazu, weil ich freue mich über jede Karte, die ich hier erhalte von euch. Ja, und ich habe von ihr bekommen, von John Green, Margos Spuren. Dieses Buch ist im DTV-Verlag erschienen. Es kostet normalerweise 8,95 Euro und hat 330 Seiten. John Green hat mich bei dem ersten Roman, den ich von ihm gelesen habe, nämlich Das Schicksal ist ein mieser Verräter, schon wahnsinnig begeistert. Ich habe dieses Buch geliebt und ich liebe es immer noch und es hat mich fasziniert. Und deswegen war ich auch auf dieses Buch hier sehr gespannt. Ich lese euch mal kurz vor. Schon als kleiner Junge war Quentin in die schöne, wilde Margot verliebt. Und schon damals war sie ihm ein Rätsel. Niemand konnte so mutig und entschlossen sein wie sie. Niemand wirkte urplötzlich so unnahbar. Und so ist es geblieben. Der schüchterne Quentin kann die beliebte, von Gerüchten umrankte Margot nur aus der Ferne bewundern, bis sie plötzlich vor seinem Fenster steht und ihm um Hilfe bittet. Für eine Nacht wirft Quentin alle Ängste über Bord und wird Teil des Margot-Universums. Doch am nächsten Tag ist Margot verschwunden. Um sie wiederzufinden, muss Quentin sein Leben auf den Kopf stellen und jeder noch so geheimnisvollen Spur folgen, die sie hinterlassen hat. Es sind Spuren, die ihn zu einem fremden Leben führen, das so ganz anders ist, als er es sich erträumt hat. Ja, ganz tolles Buch. Ihr könnt das Cover hier sehen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt und wie gesagt, John Green, ein toller Schriftsteller. Ich habe auch ja eigentlich nur Positives von ihm gehört. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Und liebe Tatjana, nochmal vielen, vielen Dank. Ich verlinke euch den Kanal von Tatjana von Tuddles unten in der Infobox. Guckt es euch mal an. Ich liebe ihre Videos. Ich gucke die unheimlich gerne. Und ja,
Das waren meine 5 Neuzugänge für den Monat Mai. Als nächstes Video kommt natürlich mein Monatsrückblick für Mai. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und es ist das ein oder andere Buch dabei, was euch vielleicht auch interessiert. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch, und positiv oder negativ, und ein Daumen hoch ist auch was Tolles. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!